sein Fleisch wie Papier zerreißen. Okay. Servus Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Batman Arkham Asylum. In der letzten Folge haben wir Bane umgebracht. Und Scarecrow erledigt. Und in dieser Folge haben wir ihn gerade erledigt, Bane, und können jetzt upgraden. Was verbessern wir denn? Wir können Brustpanzer verbessern und was denn das? Umgekehrtes Ausschalten. Das haben wir aber sowieso schon verbessert. Achso. Dumm. Verbessert. Was ist das? Okay. Nein, das brauche ich nicht. Nein, dann machen wir ein Upgrade-Panzer. Für seinen Panzer. Schau, jetzt hält er mehr aus. Perfekt. Ein Schlag mehr hält er jetzt aus. Oh, das sind böse Leute, die können wir eigentlich schnell verprügeln. Machen wir das schnell. Ja, eigentlich habe ich die Taste schon seit einer Stunde geklickt, aber irgendwie hat er keine Lust. Und alle erledigt. Easy. Richtig leicht erledigt. Wo geht's eigentlich hin? Hey, müssen wir da lang? Anscheinend, okay. Er ist hier! Na und dann bin ich halt hier. Ist das so schlimm? Vielleicht für euch schon. Danke. Ich habe eine Stunde wieder geklickt, dass ich ausweiche, aber er macht nichts. Diesmal hat er es gemacht. Gut. Finish move. Okay, dann geht's. Hier weiter. Okay, passt. Was das Besondere an Deadman's Point ist, es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Okay, hier ist zu, hier können wir nicht rein, aber wir können durch die Tür. Okay, gehen wir da durch. Okay, hier hat es gespeichert. Da vorne sind welche. Okay. Okay. Passt schon. Da müssen wir hin. Die Fledermaus! Die Fledermaus! Halt's Maul! Okay, die machen wir glatt. Kontern. Nur mit draufhauen. Kontern. Oh, das ist ein Messer-Chunky. Der macht man, wie macht man Messer-Chunky glatt? So macht man Messer-Chunky glatt. Ich kann jetzt sehen, dass es ein Messer-Chunky war. So, runter auf den Boden und boom. Scheiß Messer, Chunky. Da müssen wir irgendwie rüber. Oder eigentlich schon. Ja, genau. Hier irgendwie rüber. Ah, da kommt auch so rüber. Okay. Ziel erreicht. Hier ist die Bathöhle da hinten anscheinend. Okay.
Okay, da hoch. Ah. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gottes. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Okay. Gibt's halt immer so kleine Geschichtler. Weiter. Hoch. Wie der sich hochschwingt, cool. Hier geht's weiter. Dann geht's hier hoch. Und dann hier raus. Episch. Identität bestätigt. Gegenmaßnahmen verhindert. Sicherheitssystem deaktiviert. Okay. Komm, Batman, renn. Wir sind fast da. Los. Die Bathöhle. Eigentlich ganz schön hier. Gehen wir mal hoch. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Bad Claw. Oder Claw. Ja. Dieser Enterhaken-Aufsatz kann benutzt werden, um Gegenstände zu greifen und herzuziehen. Also auch nicht nur Gegenstände, sondern Menschen auch und vieles andere. Ja, werdet ihr alles noch sehen. Die Bad Claw kann auch an Gegnern befestigt werden. Ah, da steht's ja. Perfekt. Wie ihr sie betrachtet. Ui, ja. Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Achso. Hier. Ziehen. Wir kommen schon rüber so. Oder auch nicht. Okay, war alles geplant. Dann machen wir die zweite Kiste auch noch weg. So, runter mit dir. Wo ist denn der? Ah, da oben. Ah, und dann können wir hin. So.
Tut mir leid, Boss. Es hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hattest. Oh, das tut mir leid. Was ist denn hier alles? Sex geordnet. Wenn ich alle Insel in meine Gewalt bringe. Hey, so meinte ich. Kritik gar nicht annehmen, ich meine. Ich bin nicht perfekt. Naja, wenn man darüber nachdenkt, bin ich ziemlich nah dran, perfekt zu sein. Wo war ich nochmal? Ach ja. Ach ja, red einfach weiter. Kritik von einem Wurm wie dir. Einem Wurm, der nur frei herumgabbelt, weil ich seine Zelle geöffnet habe. Wieso sind wir die, die versuchen? Lass nicht zu, dass er dich schlägt, du Idiot! Boom, 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 boom. Ist das alles, was du kannst? Und nächster, und der noch, und der noch, und kontern, und da, und das, und das. So. Hätten wir da alle. Max Combo kriegt. Bringt viel mit EP. Habe ich hier eine komische. Ich habe doch vorhin. Warte, lass mir ganz kurz zurückgehen. Ja, hab mir schon gedacht, der Riddler-Trophäe gesehen. Kommen wir da rüber? Ja, wahrscheinlich, wenn wir fliegen. Aber das Träume ist nicht. Na, keine Ahnung. Wollen wir es ja nicht. Weiter. Die Riddler-Trophäe könnten wir holen. Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Ich höre erst die Dinger, dann gehe ich schnell hinter. Ich hole schnell die Dinger und dann gehe ich mal dahinter, weil da steht Danger. Danger. Die müssten. Da müsste irgendwas Gefährliches drin sein, vielleicht. Gucken wir mal rein. Ich werde dich finden und dein Fleisch wie Papier zerreißen. Okay. Gegen den müssen wir vielleicht auch noch kämpfen. Tonband? Tonband. Ah. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Gretchen Wiskler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Sehr nettes Gespräch. Und das eine Geräusch hat sich angehört, das hätte einer übelst einen fahren lassen. Öffne die Tür, danke. Ach, sieht nach Kletterparadies aus. Sieht aus, als müssten wir viel klettern. In die Tür müssen wir wahrscheinlich. Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir denn da hoch? Hey, das ist komisch. Die Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat ihr Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Wir können hier hin, wir können hier hin, wir können da ganz rauf. Hier fällt alles auseinander. Ja. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Ganz auf die altmodische Art. Okay, schade. Enterhaken wäre viel schneller gegangen. Wie kommen wir dann überhaupt irgendwie weiter? Da, okay. Ich habe Ihren E-Mail-Account geknackt. Zwei E-Mails sind auffällig.
Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Und weiter? Er sagt, ich werde dich holen, ich will das, wofür ich bezahlt habe. Und dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde sie. Wo geht's denn lang? Da lang, oder? Ach ja, sieht echt so aus. Kommen wir hier rüber? Ja, kommen wir, okay. Also, nimm halt, danke. Dann hier drüber. Okay, hier hat gespeichert, okay. Dann hier hin, hier rauf. Dann hier rüber. Boah, danke, dass du nicht mal Selbstmord begehst. Oh, manchmal erschreckt man voll, wenn der immer Selbstmord begehen will. Da drüben und dann hier rüber. Gegen was läuft der? Da ist doch keine... Nix. Egal. Da. Danke, zerstör's. So, und weiter. Tonband. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe, Doc? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal, oder? Könnte sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Denken Sie das ruhig weiter, Doc. Okay. Da lang. Weiter. Läuft aber flüssig, das Spiel. Gerade. Nicht nur gerade, sondern... Ja. Spreng's einfach in Luft. So. Hier geht's weiter. Okay. Spring, Batman! Upsala. Ich habe euch den Winter neue Überraschungen vorbereitet, falls ihr sich dazu entschließen solltet, uns den Spaß zu verderben. Oh, und wenn ihr in der Dunkelheit einen Schuss hört, keine Angst. Es besteht kaum ein Risiko, dass ihr verletzt werdet. Ich bin hinter der Fledermaus her. Naja, vielleicht wollt ihr noch eure Krankenversicherung überprüfen. Obwohl, ihr habt ja gar keine. Scharfschützen. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Der Typ muss sich wegdrehen, ich sehe da sonst nichts. Da unten kann ich nicht angreifen, ich könnte da vorbei. Nicht hochklettern, einfach fallen lassen. Schleichen. Ich habe keinen Bock, erschossen zu werden. Bis zum nächsten Speicherpunkt machen wir noch und dann höre ich auf. Ich glaube, das müsste lang genug sein, das Video. So, stirb.
Was ist sonst noch? 0 unbewaffnet. 4. Was? 4 unbewaffnete Leute. Wer ist hier? Schlag ihn nieder! Alter, leck mich. Meine Güte. Alter, wie schlecht bin ich jetzt gerade? So, den hacken wir. Du wirst nur ein paar Mal verwirrt. Und boom, boom, und. Tritt ins Nichts. Der ultimative Tritt in das Nichts. Wo müssen wir überhaupt hin? Ah, aha, da lang. Nein, anders lang. Da lang. Stimmt das? Ja, hier doch, okay. Ah, hallo. Wie geht's euch so? Ich brauche euch alle für XP. Also, kommt her. Rein, öffnen, danke. Er ist hier! Das geht nicht gut. Alter, geht's dir noch? So, der nur, dann wird kontern. So. Und letzter. Boom. Ah, da hängt jemand. Sollen wir ihn runterholen? Holen wir ihn runter. Und dich auch. Aber es hat gerade gespeichert. Das bedeutet, wir machen genau ab beim nächsten Mal hier weiter. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder einen netten Kommentar und bis zur nächsten Folge. Und ich würde mich freuen, wenn wir wieder so viele Aufrufe schaffen würden wie letztes Mal. Letztes Mal waren es 27. Ich war mit 20 schon zufrieden, als ich dann gesehen habe, dass 27 war. Als ich gesehen habe, dass es 27 Aufrufe waren, habe ich mich schon gefreut. Also kann gern so weitergehen. Also dann, bis zum nächsten Video. Und ja, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.